Und damit, Keo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby and the Forgotten Island. Genau, Kirby und das vergessene Land, ihr wisst Bescheid. Willkommen zurück, let's go. Wir gehen ins Ampelencenter, ja. Papa, wir machen heute einen Ausflug. Ja, wohin denn? Ja, ins Ampelencenter. Wer kennt's nicht? Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Da steht wieder was auf Kirbianisch. Falls das einer übersetzen kann, schreibt das gerne in die Kommentare. Oh, Kameraperspektive ändert sich. Ne, ja, ist hier was? Ist hier was? Wer bist du denn? Eine Biene? Ich weiß nicht. Alter, wir gehen erstmal links lang. Wir gehen erstmal links lang. Ja, das entpuppt sich als gute Entscheidung. Hier hinten gibt es kein Secret? Ey, das sieht aber so aus. Ich dachte, du seist tot. Er läuft an mir vorbei, finde ich auch gut. Kein Thema. So, Essen nehme ich immer mit. Warum nicht? Blume gibt wieder eine Coin. Das ist sehr auffällig, würde ich sagen. Oh, da ist Mr. Knochenwerfer. Oh, der ist ziemlich schlau. Aber nicht so schlau wie ich. Er lebt noch. Okay. Halt, da. Was gibt's hier Besonderes? Okay. Yo, wie der respawnt. Hey, was ist das denn? Also, sobald ein Gegner 2 cm von dir weg ist, respawnt er. Kann ich das so einordnen? Stimmt. Okay, dann ja. Weg damit mit den Gegnern. Ich will einfach alles zerstören, was man zerstören kann. Ich weiß nicht, ob jetzt hier oben das Secret ist oder unten. Wobei das hier oben sieht merkwürdig aus mit dem da. Oh, nein, nein! Isst 4 Donuts. Okay, also müssen wir noch auf Essen achten. Nee, das sind Raupen. Okay. Ja, tote Raupen. Ein Lolli nehme ich aber auch. Ein Stern. Die Musik fühle ich aber. Oh, an dir komme ich nicht so einfach vorbei. Aber an den Waddle-Dee. 4 Stück sind es wieder, ob wir die beim ersten Mal finden. Ich bezweifle es. Beim letzten Mal haben wir den ja auch nicht gefunden. Man muss teilweise dann doch sehr schnell sein. Den Hasen haben wir nicht. Ja, jetzt schon. So, nächste Stage. Oder nächster Bereich. So, er ist Fern- und er ist Nahkampf. Deswegen erst den Fernkämpfer wegnehmen. Okay, wir nehmen den Burger. Warte, wo hat der hingezogen? Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen einfach überall mal rein. Ich habe keine Ahnung, ob wir da wieder rauskommen. Deswegen will ich das Ganze relativ strategisch angehen. Der Burger ist richtig, wird mir gesagt. Wir fangen einfach mal hinten an, arbeiten uns nach vorne so durch. Oh Gott.
Okay. Komm, 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 komm! Bevor er mich trifft, bevor er mich trifft! No! Mich raus! Oh mein Gott, wir sind einfach fast tot. Ich muss vorsichtiger sein. Sterb! Wir kriegen dafür das Eis-Upgrade. Und wir gehen jetzt trotzdem zurück zum Burger. Nein, das wollte ich gar nicht. Das ist neu. Ja, aber das ist unfair. Es tut mir leid, aber das ist unfair. Ja, woher soll ich denn wissen, dass... Ach komm. Ist ja was Besonderes für mich. Nein, ich bin... Das kostet Geld? Vor allem, wir spawnen wieder hier. Ja, im Endeffekt... Na, ich schnalze euch mal wieder, so wie jedes Mal, einfach hinten dran. Ja, jetzt brauche ich die Heilung auch nicht mehr, aber danke. Nur man schlittert so blöd mit dem Ding. Ja, hätte ja sein können, dass da ein Wardle die drin ist oder so. Ja, was ist das denn? Also... Ich verstehe das Power-Up halt null. Es tut mir leid, aber ich komme mit Eis nicht klar. Da könnte halt überall was drin sein. Ist auch was drin! Jetzt kommt auch nichts mehr. Was ist das denn? Ach komm, ja. Wie kann man nur so dumm sein wie ich? Mann, ey, das ist doch... Sowas regt mich halt auf. Wenn ich jetzt da einen Checkpoint habe und das Level erstmal abschließen muss, dann... Ja. Dann halt noch eine Runde. Haben wir die Waddle-Dees, die wir schon... Wir müssen das jetzt nochmal genauso machen wie vorher. Oh, ich sammle hier jetzt nichts, ne. Gab's da hinten einen Waddle-Dee? Ich glaube nicht. Und wenn doch, Pech. Ich hol den Offscreen nach. Okay, dann lassen wir das mit den Streams und wir machen alles von Anfang an 100%. Gab's für den Dösel so ein Ding? Hör auf, mich zu treffen, wenn ich dich abwerfe. Gab's hier für was? Hey.
Mann, ich will auch mal seine Kraft testen. Ich bin salty. Es tut mir leid. Ich bin schon wieder salty wegen etwas, wo ich eigentlich nicht salty sein sollte. Donuts müssen wir essen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, klar. Mann! Es kann doch nicht sein, dass ich in der dritten Folge schon mad bin. Okay, dann den halt nicht. Ja, ich muss jeden einzelnen Waddle Dee nochmal retten. Danke, Spiel! Als ob ich die Gegner besiege, wenn ich... Also, nein. Jetzt halt for real nicht. Ich weiß, wir haben jetzt die ersten 9 Minuten des Spiels komplett, der Folge komplett verschwendet. Aber es ist mir egal. Das ist ja sowas von unfair. Nee, muss ich jetzt ja auch nicht machen. Ich gehe einfach direkt zum Burger. Und wegen dieser Aktion verpasse ich jetzt einen Waddle Dee, versprochen. Wenn wir nachher keinen Waddle Dee haben, wenn sich herausstellt, dass er in den anderen Passagen ist, dann hole ich den nicht mehr. Warum die mich jetzt nicht angreifen? Will ich nicht. Cool! Mann, was ist das denn? Und wieso gibt es hier mehr Essen als, keine Ahnung, im gesamten Spiel zusammen? Da. Ey. Kein Thema. Dann überlebt halt einfach. So, können wir auch so machen. Also, Boomerang ist genauso schlimm. So. Ach, wir kommen immer hier raus. Ja, ist kein Thema, hä? Das ist doch mir komplett egal, wo wir rauskommen. Ja, ich habe da jetzt eine Frage. Feuer bringt ja... Jetzt auf einmal kann er springen? Mann, ich hab... Stirb. Nee, ich weiß auch nicht warum, aber mich regt das jetzt gerade das extrem auf. Nimm dieses... Ey, ich hasse dieses Feuer-Item. Ihr glaubt es nicht. So, wo ist der nächste Waddle Dee? Was, wenn er doch hier drin ist? Nein, er ist einfach nur eine Coin. Du gehst hierher für eine Coin. So ein Eis darf ich auch nicht weggeben, weil das überlebensnotwendig für das Spiel anscheinend. Hallo! Ja, komm. Wir machen weiter. Wir machen einfach weiter. Gegen den kämpfe ich gar nicht, der respawnt eh wieder. Gegen euch kämpfe ich auch nicht. Ich mache das hier frei und dann bin ich weg hier. Tschüss. Aber dafür gibt es jetzt den Waddle Dee. Ey, wie dieses... Ey, ich frag mich, wie die das ernsthaft für Kinder gestalten können. Ey, wenn ich ein Kind wäre, ich würde so ausrasten bei solchen Spielen. Blöder! Ich komm hier nicht aus der... Ich drücke nichts! Okay, Eis benutzen wir also auch nicht.
Ich hab's schon verstanden. Ja, was das bedeuten soll, ist mir auch relativ egal. Ja, kriege ich dafür wenigstens was oder laufe ich jetzt hier umsonst hinter? Ich schieß ihn ab. Was soll mir die Karte denn sagen? Ja, Eis. Cool, Eis. Wow. Eis. Schön. Ach, weil es zwei Kuchen gibt. Und ich wahrscheinlich beim hinteren durch soll. Ich leg mich auch mit keinem Gegner an. Ich habe kaum Leben. Also warum sollte ich? Ja, dann gib halt auch mal Heilung und mach nicht will. Blödes Spiel. Ja, geht doch. Hä? War das jetzt so schwer? Ja, in der Mitte ist ein Wardle Dee. Das war jetzt auch sehr schwer zu sehen. So, alle drei Wardle Dees haben wir. Mann, ich will mich über dieses Spiel freuen, aber nicht, wenn es so anfängt. Ich laufe an jedem Gegner vorbei. Es ist mir egal. Ja, toll. Ist 4 Donuts, 2 habe ich schon. Cool. Ich hoffe, die kommen noch. Und wenn nicht, ich nehme heute nicht mehr auf. Warte, hier hinten könnte was sein. Unnötiges Secret, nö. Warum sollte ich denn jetzt ganz im Ernst bei diesen komischen Viechern rumlaufen? Ja, nimm halt die ganze Wand mit. Ist logisch, macht Sinn! Nimm das Item. So, was fehlt uns alles? Die Donuts. Achso, wir finden jetzt noch rein, zufällig 2. Laufe durch das Center, ohne dich zu verirren. Cool. Da ist die Leiter. Ein Donut. Cool. Der fehlt uns noch. Wo der ist, ich weiß es nicht. Ich schneide es an die nächste Folge vorne dran. Weil ich habe keine Lust mehr. Also es heißt, uns fehlt ein Waddle Dee in dem Level. In dem anderen fehlen uns auch noch welche. Da würde ich sagen, machen wir die in der nächsten Folge einfach. Wir haben eine blaue Sternmünze bekommen. Das ist schön. Mal gucken, was wir alles jetzt freischalten, außer dieses ultimative Boss-Level da hinten. Wir schalten nichts frei, außer das. Wir brauchen 17 mal was? Ach, du brauchst mindestens 17 Waddle Dees, damit du da rein kannst. Okay, das ist wahrscheinlich das mit DK. Die Waddle Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das dir den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Hey? Zwei davon? Nein, nur eins. Wir empfehlen uns... Hier fehlen uns Waddle Dees, da fehlen uns Waddle Dees. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in dieses Dorf, weil das habe ich schon beim letzten Mal gesagt, dass wir jetzt in dieses Dorf gehen. So. Jetzt gehen wir auch mal in dieses Dorf. Okay. Die Waddle Dees bauen eine Stadt auf. Du kannst nützliche Ressourcen freischalten. Das freut mich. Oh, es gibt Filme. Gehen wir erstmal Kino gucken. Ich sehe nochmal die schönsten Szenen an vom Spiel. Aber wahrscheinlich kann man da nochmal die Cutscenes anschauen.
wir können uns sozusagen nochmal hier in dieses allererste Level begeben. Okay, für das erste Upgrade brauchen wir mindestens 50 Waddle Dees. Ja, gut. Was ist die Tomate? Stand jetzt habe ich 36 Waddle Dees. Die brauchen wir auch 50. Also 50 ist so, wie es aussieht, das Mindestmaß. Okay. Ja, dann machen wir jetzt noch kurz dieses Dings-Level und ich guck beim nächsten Mal, wie das mit dem Greenscreen ist, weil ihr seht jetzt meine Augen. Suchen? Suchen. Was auch immer suchen bedeutet mal. Kegelstopferschatz. Oh, das machen wir. Darauf habe ich Lust. 45 Sekunden. Safe. Mit dem Kegel. Mit dem Kegel. Die heißt doch nicht Kegel. Die heißt ein Plötchen. Ich muss natürlich erst einsaugen. Natürlich. Egal, Gegner sind egal, Gegner sind egal. Wir wollen die Zeit. Wir wollen einmal mindestens einmal die Zeit haben. Wieso? Wer? Mann, warum ist dieses Game so, wie es ist? Natürlich. Klar! Gib mir halt erst gar nicht die Zeit zum... Das kann schon, ich renn bis zum... Okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Bevor ich hier noch komplett ausraste. Was ist das für ein Schmutz? Die Steuerung mit dem Ding ist der Wahnsinn. Wir machen den... Nein, wir machen bestimmt nicht den Eisschatz. Vergiss es. Wir machen... Wir haben schon alles dann, gell? Gibt's noch nichts mehr, wo wir nochmal suchen können? Das sieht so aus, so. Was gibt's hier? Automatenstopfer, komm. Wir probieren den Automatenstopfer. Und da ist mir die Zeit jetzt egal. Wir machen da so einen ganz entspannten Tag draus jetzt hier. Wenn ich jetzt von hinten runtergeworfen werde. Ach, man kann da nicht rüber. Ja, schön, dass du mir das später erklärst. Warte auf mich. Och, hier gibt's so blöde Secrets. Ja, habe ich geschafft. Okay, perfekt. Diese Schalter haben mich anfangs ein bisschen verwirrt. Ich dachte, die wären nur Bonus. Deswegen bin ich direkt in die Mitte gelaufen. Oh, wir haben es in der vorgegebenen Zeit geschafft. Wow. Lass dafür auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir Schluss. Ich brauche auf jeden Fall eine psychische Pause. Wir sehen uns. Lasst gerne ein Like da. Und ciao, Leute.